Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Tops Match Attacks Bundesliga 2018-2019 geht jetzt schon in die nächste Runde mit Match Attacks Action. Und ja, im Grunde genommen, also ich habe das Ganze mal so gesehen, die so eine Match Attacks-Serie wie vorher wurde jetzt einfach in zwei Teile aufgeteilt, sprich in Match Attacks und Match Attacks Action. Weil hier ist jetzt eine 5x100-Karte drin. Es ist für jede Mannschaft jetzt quasi eine dritte Special Card drin, im Sinne von Matchwinner, Hattrick-Held oder Club 100-Karte. Das heißt, da gibt es auch drei zu jeder Mannschaft. Es gibt dann drei neue Basiskarten pro Mannschaft, mindestens, plus halt noch andere. Also im Endeffekt könnte man damit auch wieder den Aufbau im Ordner so machen, wie vorher war. Sprich, 18 Mannschaften, also 18 Bilder mit den Spielern und dann separat nochmal die drei Powerkarten, nur dass halt die Hattrick-Helden jetzt auch Teil der Powerkarten sind. Aber im Endeffekt ist man hingegangen und hat es aufgeteilt in normale Match Attacks und Match Attacks Action. Also beides zusammengenommen ergibt jetzt wieder eine normale Match Attacks Serie wie früher auch. Würde ich jetzt mal so ungefähr sehen. So, irgendwie habe ich mir ein ganzes Display besorgt von der Match Attacks Action hier mit einer gratis Kapitänskarte in jedem Päckchen. 11 Karten pro Päckchen sind enthalten, 2 Euro kostet ein Päckchen und in diesem ganzen Booster befinden sich 20 Display, meine ich natürlich. In dieser Boosterbox. So, da müsste ja auch mindestens eine Dings mit einer Limi drin sein, soweit ich weiß. Dann schauen wir mal. Ah, hier haben wir Hauptkollektion und Erweiterung mit zwischen Karten. Der Doppelpack für ihren Verkaufserfolg. Ja, toll, ganz toll, Tops. Mhm. Genau. Ihr Doppelpack, wie ziehe ich den Kunden noch mehr Geld aus der Tasche? Ich teile die ganze Serie einfach auch zweimal auf, dann müssen die Leute doppelt zur Kasse gebeten werden. Naja. Aber wir Sammler lassen es ja mit uns machen. Gut. Schauen wir mal, es müssen jetzt jeweils 10 Booster sein. 2, 4, 6, 8, 10 Booster links. Und 2, 4, 6, 8, 10 Booster rechts. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit der rechten Seite mal an und bearbeiten uns von oben nach unten durch. Und sehen wir auch, wo das Super Päckchen ist. Mit der. Gibt es da nur Super Päckchen? Ne, gibt es gar nicht. Einfach nur eine limitierte Karte. Okay, dann sehen wir vielleicht, wo die limitierte Karte drin ist. So, da hätten wir Daniel Bayer Kapitänskarte. Das sind die halbtransparenten. Dann Werbung für Tops Now. Dann iTouch Zulu, zweite Liga. Injowski, zweite Liga. Dann haben wir einen Newcomer. Asano für Hannover. Dann Danny da Costa, die ganz normale Kadererweiterung. Nicht Kadererweiterung, Quatsch, eine normale Actionkarte. Ist ja nicht keine Extra-Serie, ist ja die Action-Serie. Grilich. Und die Eintracht-Spieler mache ich ja immer separat. Machen wir die da oben hin, in die Ecke. So, hier Eintracht-Spieler. Die transparenten Karten. Hier die zweite Liga. Dann hätten wir Paulsen, normale Kadererweiterung. Spielerkarte-Erweiterung, Action-Karten. Dann Sargent oder so ähnlich als Newcomer. Dann genau, Torjäger gibt es noch. Da hätten wir Michael Ishak, Torjäger für Nürnberg. Dann, oh, hallo, kriegen wir etwas aneinander. Dann haben wir hier Pacarada, zweite Liga. Dann Niklas Süle, Matchwinner für die Bayern. Und Grilich, ganz normale. Machen wir das jetzt mal so ein bisschen, dass das. Guck ich mal noch, die kommen. Newcomer kommen vor den Torjäger. Machen wir die Reihenfolge mal so, wie es dann auch im Ordner steht. Okay, zweites Booster, jetzt geht noch ein bisschen schneller. Dann hätten wir Kapitänskarte Max Kruse für Werder Bremen. Dann Werbung für Tops Now. Dann haben wir die zweite Liga Lescano. Dann Mateta, ein Newcomer für Mainz. Raphael, Torjäger für. Torjäger war hier für Gladbach. Dann Bartstuber. Gnabry, Newcomer für die Bayern. Paco Alcacer für Dortmund. Gregoritsch, Torjäger für Augsburg. Roussillon, Wolfsburg. Trimmel, zweite Liga. Und. Zweitliga-Karte. Oh, haben wir Platz machen. Die Frage hier oben hinlegen. Holzbein Kiel. Und ich denke, ich muss wieder ein bisschen schneller machen. Ich muss von den Base-Karten einfach nur vorlesen. Den Namen vorlesen und den gar nicht mehr von dem Team etc. Mike Franz, Kapitänskarte für den SC Freiburg.
Und dann geht's weiter mit Burner, zweite Liga. Ravet. Dann Haller, Torjäger Eintracht. Adam Jan, zweite Liga. Tashi, zweite Liga. Dragovic. Torunariga. Dann ein Newcomer, Zimmer. Dann Green, zweite Liga. Und schließlich der Matchwinner Ignacio Camacho für Wolfsburg. So. Das geht weiter. Kapitänskarte Hanno Behrens für den 1. FC Nürnberg. Dann hätten wir Hector, zweite Liga. 1. FC Köln hier. Grüße an den Julian von Unboxing and Play. Dann Esser. Hazard. Dann eine Turbo-Startkarte. Matthias Honsack, Holzbein Kiel. Sorry, dass ich mal Holzbein Kiel sage, aber das habe ich ist durch Werner einfach so drin bei mir. Dann ein Newcomer Mukiele, dann Sancho, Pizarro, Kubo und Nerik, zweite Liga und Jan Regensburg, Clubkarte. So, dann haben wir die nächste Kapitänskarte, Nico Bungert, Mainz. Dann Strodiek, zweite Liga. Holtmann, Akolo, Martinez, dann ein Newcomer, Paulinho, Richter, Gerhard, dann Duljevic, zweite Liga und Dovedan, ebenfalls zweite Liga und der Matchwinner Leonardo Bittencourt für Hoffenheim. Dann haben wir hier noch Vedad Ibišević, Captain für die Hertha. Dann haben wir Riedle, Cordoba, Brené, Newcomer, Strobel, Wolze, Volland, Torjäger, Co. Dann Ginczek, Torjäger. Moller Deli oder so ähnlich. Und Luka Jovic, Matchwinner für die Eintracht. Ganz ehrlich, Tops, warum Matchwinner? Warum kein Hattrick-Held? War das schon zu spät? Waren die Karten schon gedruckt oder was? Dann habt ihr die Serie vielleicht zu früh rausgeholt. Also wenn der zur Extra-Serie keinen Hattrick-Held kriegt, dann werde ich mir überlegen, ob ich überhaupt nochmal Matchsticks nochmal sammeln sollte. Ganz ehrlich, also Luka Jovic, Patrick Hell, spätestens dann zur Extraserie bitte. Marco Reus, Kapitänskarte für Dortmund. Dann Kin Zombie. Petersen, Torjäger. Kevin Trapp. Dann Skripski, Newcomer, Schalke. Klostermann. Grujic. Zimmermann. Mistian. Celozzi und Clubkarte vom Erzgebirge Aue. So, Willi Orban, Kapitän von RB Leipzig. Dann hätten wir hier Nazarov, Bebu, Torjäger, Boateng, Sosa, Newcomer, Kramaric, Torjäger, Philipp, Torjäger, Augustinsson, Weghorst, Newcomer und Hunt. Schließlich noch, last but not least, Maximilian Eggestein, Matchwinner für Werder Bremen. Oh, halt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, ich hab's irgendwo noch eine von da genommen, gell? 2, 4, 6, 8, 9. Oh nein! Okay. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst und wisst, welche das war. Ich habe irgendwann mal mitten einen von dem Stapel genommen. So ein Ärger aber auch. Ich schiebe den Stapel jetzt weiter vor, dann wird es nicht nochmal passiert. So, David Abraham, Kapitän für Eintracht Frankfurt. Na, wenigstens war es nicht die Limit, das heißt, die Limit können wir immer noch jetzt rausfinden. Dann hätten wir Jones, Boetius oder so ähnlich. Philipp Kostic für die Eintracht. Wagner, Torjäger.
Kiese, Tellin, also ähnlich, Jensen, Newcomer, Duda, Usami, dann Kulowitz und Darmstadt 98 Club-Logo. So, dann hätten wir Christian Gentner, VfB Stuttgart, Kapitänskarte. Dann Beck, Salai, Newcomer, Albornoz, Zakaria, Embolo. Übrigens, Embolo, Schalke hier, das brauche ich vergessen. Grüße an Kolle, an den Schalker, früher Russenboy quasi, und natürlich an den Jojo Sammelt. Auch mal hier raushauen. Dann hätten wir Torjäger Timo Werner, Di Santo, wieder Schalke, Hetrak und Hedlund. Und last but not least Julian Brandt, Matchwinner für Bayern 04 Leverkusen. So. Eigentlich das 11. Booster schon, aber das letzte doch trotzdem auf der rechten Seite jetzt endlich. Lars Stindl, Kapitänskarte für Gladbach. Dann Matip, Baku, Maffeo, Lucas Toro, Newcomer, Grüttner, Dahoud, Harnik, Torjäger, Adams, glaube ich, Adams, Caligiuri und Ingolstadt, Clubkarte. So, also. Weder im obersten Booster von links noch in allen der rechten Booster war die Limi. Vielleicht ist der ganz links unten. Dann haben wir sie als allerletztes. So, dann hätten wir David Abraham, Kapitän Eintracht Frankfurt, zum zweiten Mal schon. Dann Collins, Höhler, Gomez, Torjäger, Rudi, Joe Linton. Dann Benito Raman, Turbostart für Fortuna. Zweite Turbostartkarte, mehr wie zwei gibt's nicht. Köpke, Newcomer. Kaminski und Hartmann. Und zum Schluss noch, Clubkarte für den ersten FC Köln hier nochmal. Fette Grüße an den Julian, der Kölner Fan. Dann hätten wir Waldemar Anton, Kapitän Hannover 96. Dann Schindler, Pripp, Quaison, Torjäger, Player, Newcomer, Goretzka, Bayern München. Jetzt habe ich schon viele gegrüßt, da muss ich bei den Bayern kann ich euch so viele grüßen, weil viele aus der Szene, sage ich mal, hier aus der Community Bayern-Fans sind. Aber habe ich mal darum gebeten, ihn zu grüßen, den Hendrik von, ich glaube Panini und Topsammler heißt der neue Kanal jetzt. Ja, gehe ich auch mal den hier Grüße raus, der Hendrik. So, dann haben wir Konate, Osako, natürlich kann sich jeder andere Bayern-Fan hier auch gegrüßt fühlen. Knöll, Newcomer und Schnatterer. Und der Matchwinner ist Tim Leibold für den ersten FC Nürnberg. So, und weiter geht's. Ralf Fährmann, Kapitän für Schalke 04. Dann Martin Mennel, lese ich mir den Vornamen mit vor. Terrazino. Danny da Costa, bei den Frankfurtern lese ich alle vor. Uth, Torjäger. Grilic. Witzel, Newcomer. Framberger. Castells. Kruse und Union Berlin, Clubkarte. Dann hätten wir hier Lars Bender, Kapitän für Leverkusen. Dann Zulu, Asano, Newcomer, Mateta, Newcomer, Raphael, Torjäger, Gnabry, Newcomer, Bellarabi, Kalou, Torjäger, Duksch, Torjäger, Santos und Lukas Piszczek, Matchwinner für Dortmund.
Dann hätten wir hier Max Kruse, Kapitänskarte für Werder Bremen. Dann Injovski, Rave oder Rabet, Bart Stuber, Adam Jan, Paulsen, Sargent, Newcomer, Ishak, Torjäger, Pakarada, Clubkarte Dynamo Dresden und Club 100 Karte Timo Werner, RB Leipzig. Ich tue sie hier dazu zu den anderen Mitspielern. Soll ja, glaube ich, auch eine pro Display drin sein. Dann hätten wir hier Kevin Vogt, Kapitänskarte für Hoffenheim. Dann Lescano, Werner, Esser, Sebastian Haller, Torjäger für die Eintracht, Tashi, Alcacer, Gregoritsch, Torjäger, Roussillon, Trimmel und Jean-Philippe Gbamin, Matchwinner für Mainz 05. Drei Booster noch und noch keine Limi. Ich hoffe, die kommt noch, hey. Ich hoffe, die kommt noch. Dann hätten wir hier Oliver Fink, Fortuna Düsseldorf, Kapitänskarte. Dann Hector, Holtmann, Hazard, Akolo, Matthias Honsack, Turbostart für Holstein Kiel, Dragovic, Torunariga, Zimmer, Newcomer, Green und schließlich noch der SV Sandhausen, die Clubkarte. So, vorletztes Booster. Da wird's eng, hey. Joshua Guilavogui, der Kapitän von VfL Wolfsburg. Dann hätten wir Strodiek, Petersen, Torjäger, Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt, Martinez, Skripski, Newcomer, Mukiele, Newcomer, Pizarro, Kubo, Nerik und Matchwinner Florian Niederlechner für den SC Freiburg. So, letztes Booster. Wenn hier jetzt keine Linie drin ist, dann kotze ich im Strahl, ganz ehrlich. Ah, okay. Hier ist, ja, naja, hier ist die Links. Kommt sie davor? Okay, passt. Sehr gut, ich hab schon. Also im links unteren, weil es eh keine Rolle spielt, da ja immer dieselbe drin ist, braucht man da ja, außer die Leute, die vielleicht kein Display kaufen wollen, wissen jetzt, wo die Karte ist. Wenn es immer da ist. Das ist natürlich ausgesetzt. Hedlund, Kubo, dann Harnik, Torjäger, Keith Thelen, glaube ich, kann das sein? Keith Thelen oder so? Hm. Matip, dann Quaison, Torjäger, Maffeo, Honsack, dann Jean-Philippe Gbamin, Matchwinner für Mainz 05, Daniel Bayer, Kapitänskarte für den FC Augsburg und die limitierte Auflage ist Thomas Müller für den FC Bayern München. So, L26. Das also die Ausbeute aus einem kompletten Display Match Attacks Action. Also wir haben auf jeden Fall die beiden, hier zwei verschiedene, 551 und 551, die beiden Turbo-Startkarten. Wegen den beiden Karten passt auch nicht alles in die Mappe rein, aber das, ja, das nur dazu. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gott sei Dank 9 verschiedene Zweitliga-Club-Karten, das heißt, das ist gerade mal die Hälfte. Ja, hier müssten wir auf jeden Fall 20 haben, klar, weil es ja in jedem eins drin ist. Jetzt die Frage, haben wir auch alle? Können wir anfangen? 424. Soll ich jetzt mal sortieren? Ja, wir gucken einfach dann mal bei Gelegenheit. Ich zähle das mal durch und dann werde ich das ja sehen. So, Matchwinner haben wir 1, 2, 3. Jetzt zähle ich mal nicht dazu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 11, bei der 1 ist auch einer drin, plus ein Club 100. Und hier war ja einer drin, ja, genau.
Dann haben wir hier jede Menge Newcomer, jede Menge Torjäger, jede Menge Zweitliga-Action-Karten und jede Menge Bundesliga-Action-Karten. Ich finde, also voll kann die Sammlung auf jeden Fall nach einem Display noch nicht sein, wie man anhand der Zweitliga-Karten sieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach zwei Displays dann voll ist, ist genauso gering, weil ja, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass man die anderen neuen Clubkarten, Zweitliga-Clubkarten in den zweiten Display ziehen würde. Aber naja, also muss man auf jeden Fall noch tauschen oder sich noch mehr als zwei Displays kaufen. Ja, rein wahrscheinlich habe ich nach einem Display schon genug Tauschmaterial, aber ich habe noch ein zweites Display ja für die Streams, da habe ich schon ein bisschen angefangen. Und ja, da werde ich wieder danach genug Tauschmaterial haben, um die Serie hoffentlich schnell vollzukriegen. Okay, das war es im Endeffekt auch schon. Wir haben jetzt alles durch. Wie gesagt, die Limi haben wir jetzt raus, das war das Wichtige, dass wir die Limis vollkriegen. Und ja, dann werde ich die dann auch mal in die Mappe sortieren. Wahrscheinlich werde ich sie jetzt direkt schon anders einsortieren, sprich so, dass es aussieht wie früher. Also dass man die Matchwinner bei 100 Karten separat hat. Und dass ich dann werde ich wahrscheinlich die Action-Karten dann unten rechts, wo dann bisher die zwei Match-Winner-Kirschrichter, ich glaube, bei 100 Karten Hattrick-Held drin waren und die Adventskalender-Karte. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Das werde ich dann sehen. Gut, dann hoffe ich, das Video euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ansonsten danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.